Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Rise of Industry. Ich habe im Techtree ein bisschen nachgeguckt, habe hier das Bier gefunden, das wir eigentlich herstellen wollen. Ich habe gesehen, es ist ein Tier 3 Produkt, wahrscheinlich wird das noch eine Weile dauern, bis wir das herstellen können. Ich habe jetzt mal Zuckerrohr und Hefe erforscht. Das heißt, ich denke, wir werden mal anfangen, Zuckerrohr anzupflanzen. Und dann irgendwie Hefe in einer Brauerei herzustellen. Und dann brauchen wir aber noch irgendwelche Fässer. Die habe ich jetzt aber irgendwie erstmal nicht gefunden. Vielleicht ist das unter Glas und... Nee. Haushaltsgüter? Wahrscheinlich nicht, ne? Schreinerei. Das hier brauchen wir wahrscheinlich Holzfässer. Dafür brauchen wir Holzbretter, dafür brauchen wir Holz. Okay. Ja, Getränke. Wo ist unser Bier? Wo war Likör, ne? Hier. Unter Leichtindustrie ist das. Aber gut, wir werden jetzt erstmal weitermachen mit Zuckerrohr und Hefe. Das sind so die nächsten Schritte. Beim letzten Mal haben wir ja hier den Hopfen aufgesetzt. So, Zuckerrohr. Ich denke mal, wird hier auf einer Plantage gemacht. Ich denke, braucht ebenfalls Wasser, das heißt, wir packen das mal hier mit dazu. So, dann werden wir das jetzt ein bisschen näher anbauen. Ich möchte sehen, wie gut das funktioniert. So, da haben wir drei Felder. Wir brauchen eine Straße natürlich. Ohne geht's nicht. Und dann sagen wir, ja, wir haben hier einiges an übrig. Das heißt, wir werden in Heldfruchtfarm Plantage 1. Da werden wir auch einfach mal bis zu 5 mal Wasser einlagern. Wie viel Wasser brauchst du? Hat auch eine Produktionszeit von 30 Tagen. Also wahrscheinlich wird das Wasser hier ausreichen für beide Plantagen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Da war gerade ein Autosave. Nice, gute Sache. Schön, das ist Zuckerrohr, das könnte man theoretisch auch hier reinpappen. Aber wir wollen ja eigentlich hier so eine Brennerei bauen. Ich weiß nicht, ob es das... Wahrscheinlich ist das völliger Mist, was ich hier mache. Weil ich glaube, Fabriken nehmen Produkte von Farmensammlern und sogar anderen Fabriken, um neue Produkte herzustellen. Jedes erstellte Produkt hat eine zugehörige Ebene. Je höher die Ebene, desto höher der Wert, aber es kann auch geringere Nachfrage haben. Weil ich habe hier nichts gefunden, was auf Bier hindeutet. Zucker haben wir hier. Und ich habe auch sonst, wenn man hier mal so durchklickt, müssten wir irgendwie was mit der Hefe machen können, oder? Bauernmarkt. Ich sehe hier nichts, was auf Hefe hindeutet, auch bei den anderen. Bei den anderen Städten nicht. Ich meine, wir können es trotzdem einfach mal herstellen. Im schlimmsten Fall reißen wir sie wieder ab, oder? Naja, vielleicht kann man die irgendwie dazu bringen, dass die irgendwie in Region, Verträge, verfügbare Rohstoffe in dieser Region. Ja, schön. Bringt uns nur nichts. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass man vielleicht irgendwie die dazu überreden können, dass die irgendwie ein anderes... irgendwie noch was anderes, ein anderes Gebäude bauen, das dann uns das abnimmt. Aber für den Moment mal würde ich sagen, werden wir Start. Heressen Start? Was? Wo ist Heressen? Niesen? Sind das echt deutsche Städtenamen? Ich lebe ja in der Schweiz, von dem her sagen mir die sowieso nichts. Heressen hier, was zur Hölle? Warum können wir das an die Stadt liefern?
Ich meine, das wollen wir sowieso nicht. Wir wollen das hierhin bringen. Für den Moment. Region? Fische. Fische brauchen wir aber nicht eigentlich momentan. Naja, wie gesagt, erstmal werden wir den Zucker, den wir hier produzieren, einfach mal auch hier abliefern. Und ja, ich denke, man könnte das auch umstellen auf ein anderes Produkt. Irgendwie. Das wurde, glaube ich, sogar im Tutorial erwähnt, aber natürlich habe ich es wieder vergessen. Zielgebäude. Achso. Routenlinien umschalten. Ja, da sieht man, was wo wie geliefert wird. Das ist sehr gut zu wissen. Alright. Ja. Wir bauen jetzt trotzdem einfach mal diese verdammte Brauerei irgendwie hier hin. So. Dann. Es wird wahrscheinlich jetzt automatisch auf Hefe eingestellt. Theoretisch kann man das hier wahrscheinlich dann auch umändern. Es wird auf Hefe eingestellt. Weil Hefe halt das ist, was wir bereits erforscht haben. Hier ist auch das Bier. Da sehen wir, wir brauchen Holzfässer, Hopfen und Hefe. Hefe produzieren wir jetzt. Das braucht Zucker und Wasser. Ich denke, wie schnell produzierst du? Alle 20 Tage. Okay, wir gucken mal, ob wir mit diesem Ding hier Fabriken liefern dahin, machen wir maximal 5. Und dann werden wir hier als zweites Ziel auch noch nicht den Start hier das hier angeben. Machen wir aber einfach mal maximal 5. Können wir das irgendwie sagen, dass das Priorität hat? Hier. Was ist das hier? Zyklen. 0, keine Produkte liefern. 1, Mindestmengen Produkten liefern. Genug Produkte für 2 Zyklen liefern. Auto. Okay, nee, das lassen wir auf manuell. Wir wollen das ein bisschen. Ich denke, ich werde das nochmal abschalten und erstmal. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge hier jetzt eine Rolle spielt. Aber dass wir das so machen. Ich hoffe, dass zuerst hier die Brauerei und Brennerei beliefert wird. Wasser hat sie bereits bekommen, aber noch keine Hefe. Das wird noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich, bis es hier jetzt ready ist. Es braucht halt nur 20 Tage. Reicht da? Okay, wir brauchen einmal Zucker, produzieren zweimal davon. Ziele. Haben wir Ziele dafür? Start. Heressen. Warum können wir alles an Heressen liefern? Was ist bei Heressen anders? Kann man das irgendjemand sagen? Ermöglicht den Beginn einer Auktion, um die Rechte für diese Region zu kaufen. Beginn bei 3,36 Millionen. Ich möchte eigentlich nicht die Region Hier ist nichts von Hefe. Können wir. Ach, die sind bereits verbunden. Okay, na gut. Ich meine, wenn das sowieso schon so ist, dann werden wir das einfach mal so machen. Start. Warum Start? Wo wird das genau hingeliefert? Ach so. Das wird aus der Karte rausgeliefert. Also das geht nicht an die Stadt Heressen, sondern an. Das ist einfach nur wahrscheinlich der einzige Ausgang an der Map, den wir angeschlossen haben. Nee, theoretisch würde das auch hier rausgehen. Ich verstehe es nicht so richtig. Aber hey, naja, spielt ja eigentlich momentan auch nicht wirklich so eine Rolle. Ja, du hast immer noch nichts. Das liegt daran, dass der relativ langsam produziert. Ich
Ich würde eigentlich ganz gern das hier ein bisschen schneller machen, aber. Dann die Effizienzforschung, dieses Gebäude. Effizienzforschung, vielleicht ist das im Tech-Tree. Zuckerrohr. Oh, jetzt geht's auf Englisch über. Da ist nicht alles komplett übersetzt. To invest more in R&D, unlock the ability in the Efficiency Tree. Efficiency Tree? Ist wo? Hier. Unter Unterstützung. Effizienz. Wenn du diese Technologie forschst, kannst du deine Forschungszeit beschleunigen, indem du den monatlichen Betrag, den du bezahlst, erhöhst. Das ist das hier, monatliche Forschungskost. Nee. Sammlereffizienz, Farmeffizienz. Ermöglicht es die Farmeffizienz auf 75 und 125, das wäre dann 50, 150, 25, 200. Ich denke, das hier wollen wir erforschen. Ermöglicht es die monatlichen Forschungskosten auf 250k einzustellen. Ach so. Dann können wir schneller forschen, wenn wir das hier erforschen, dann... Geht das hier ein bisschen schneller. Aber ich denke, solange wir nicht wirklich viel Kohle verdienen, macht das aktuell nicht viel Sinn. So, wir gucken mal hier, wie das hier aussieht. Nee, wir gucken nicht da, wir gucken hier in der Produktionsübersicht. Letzten 12 Monate Agrarerzeugnisse. Ja, dankeschön. Also Hopfen ist gut. Mach plus. Was ist mit... Was ist das andere? Zucker? Letzter Monat? Ach hier. Zucker ist auch gut. Macht da auch plus. Passt. Läuft. Okay. Damit haben wir schon mal zwei von drei Dingen, die wir für unser Bier brauchen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einen Abnehmer für Bier gibt. Gibt es irgendwie Ziele hier? Was sind die Missionsziele? Wir spielen ja die Kampagne. Es muss hier irgendwo doch Ziele geben, oder? Budgetübersicht. Duplizieren? Okay. Abriss-Tool? Nein. Frage-Tool. Haben Sie einen Start? Heressen weiter ländlich. Was? Was habe ich... Moment mal. Wenn du mehr Rohstoffe auf dem Start kaufen musst, kannst du dies von diesem Panel aus tun. Beachte, dass du eine Prämie für die Produkte zahlen musst. Du kannst auch deine Produkte zu dem Basiswert an den Start verkaufen. Die nehmen den Start und das machen wir momentan jetzt mit dem mit der Hefe da. Weil es dafür sonst keinen Abnehmer gibt. Weltmarkt. Dieses Panel ermöglicht dir den aktuellen Basiswert von jedem Produkt je nach Start zu sehen. Wenn du hier ein Produkt anklickst, öffnet sich ein Rezeptbuch. Okay, wir sind, glaube ich, bei Hefes Stufe 1. Rezeptbuch. Ja. Gestufte Produkte sind Güter, die in einer Fabrik verarbeitet werden, an die Rohstoffe, Farmerzeugnisse und Nutztierprodukte geschickt wurden. Je höher die Ebene, desto höher der Wert, aber desto geringer ihre Nachfrage. Ja, weil hier das Bier, das ist ein Stufe 3 Produkt. Und, ja, dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen was. Gibt es auch Prototypen. Prototypen sind der letzte Level der Produkte, die du herstellen kannst. Ihre Herstellung ist sehr zeitaufwendig und teuer, aber wenn du es schaffst, einen zu bauen, hast du deine Industrie wirklich gemeistert. Okay. Weil hier unten gab es auch hier Prototypanlagen. Und anscheinend gewinnt man das Spiel, wenn man eine von diesen Dingern herstellt. Das brauchen wir jetzt momentan nicht. Ich würde eigentlich ganz gerne irgendwie... Gibt es nicht irgendwie Ziele? Ich suche die Wiki-Seite des Spiels, Discord, nein, das
haben wir hier ein Newsletter-Rezeptbuch. Florierend. Ha. Letzten Monat Produkte verkauft. Gebäudeunterhalt. Gesamt plus. Diesen Monat. Ah, jetzt haben wir natürlich einiges an Forschungsausgaben. Und es wurde noch nichts verkauft. Was ist hier los? 16 auf Lager, das passt doch eigentlich. Okay. Ja, ich denke, wirklich, es scheint relativ einfach zu sein. Jetzt so also grundsätzlich das Spiel. Vor allem, hier sieht man die Forschung. Es dauert ziemlich lange. Sieht man irgendwie, wie lange man hier noch Zeit übrig, 85 Tage. Ja. Die Frage ist, wollen wir das wirklich forschen? Weil eigentlich wollen wir ja Richtung Bier forschen und dafür brauchen wir erstmal Freischalteschlange. Dafür brauchen wir erstmal bei dem, das war Holz irgendwas. Schreinerei. Holz haben wir bereits. Das heißt, als nächstes müssten wir eigentlich. Eigentlich müssen wir das hier erforschen. Können wir das austauschen? 120 Tage. Also wir brauchen Holz, dann brauchen wir Holzbretter und dann brauchen wir Holzfässer. Naja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Break und beim nächsten Mal gucken wir dann mal, ob wir hier irgendwie ein bisschen was an Holz produzieren können. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.